Leute, ich hoffe, dass sie jetzt endlich die PlayStation 5 zeigen. Ich werde euch das Ganze mal hier ein bisschen größer machen und ich hoffe, dass sie jetzt das Ganze endlich zeigen. Wir haben jetzt hier 23.11 Uhr. Das heißt, ich warte schon über eine Stunde auf die PlayStation 5. Komm, bitte zeig sie uns. Let's go. Oh mein Gott. Was ist das für ein Design, Alter? Das sieht irgendwie aus wie ein Alien. Sehr edel. Oh mein Gott. Habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Krass. Also so sieht das Ganze in weiß aus und schwarz. Sehr heftig. Gefällt mir. Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Heftig. So sieht also die PlayStation 5 aus. Was ist eure Meinung? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Heftig. Zeigen die jetzt noch etwas? Kommt vielleicht der GTA 6 Trailer? Oh, noch mehr. Okay, let's go. Let's go. Ich hoffe, man muss die nicht nur hochkant lassen. Weil es sieht ein bisschen komisch aus ansonsten. Okay, zwei Stück. Warum zwei Stück? Eine reicht doch. Ah, okay. Das heißt, eine mit Laufwerk und eine ohne Laufwerk. Okay, sehr interessant. Sehr interessant. Endlich machen die das mal. DualSense Controller, logisch, okay. Ist eine Kamera? Oh, HD-Kamera. Neue Kopfhörer gibt's auch. Die zeigen ja, die hauen ja heute übelst viel raus. Was? Was war das denn? Aber das feiere ich am meisten, dass es ohne Laufwerk gibt. Sehr nice. Zeigen dir noch etwas? Ich glaube, das war eh schon zu krass. We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet. And you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5. Ich mache euch das mal lauter. At PlayStation we believe in generational transitions and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Okay. Thank you for joining us. We're launching later this year and we have tons more to share. Welcome to PlayStation 5. Was meint ihr, Leute? Schreibt mal eure Meinung bitte zu der neuen PlayStation 5 in die Kommentare. Ich finde sie... Ich gebe dir 7 von 10 Punkten. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist das ohne Laufwerk. Werde ich mir wahrscheinlich holen. Kommt natürlich auf den Preis an. Ohne Laufwerk wird sie wahrscheinlich deutlich günstiger zu holen sein. Weil mit Laufwerk ist immer so eine andere Sache. Das sind jetzt nochmal hier die ganzen Spiele. Ich glaube, das brauche ich jetzt hier nicht mehr euch zeigen. Schreibt bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.